Also hallo, ich bin die Simone. Ich schaffe jetzt seit 2005. Die ersten Jahre war ich in der Konditorei. Ja, hallo, ich bin der Thomas Griesinger. Ich bin seit 26 Jahren im Betrieb. Bin jetzt hier in der süßen Backstube. Das Kätchenzäpfle ist ein Hefeteig, der mit Margarine eingezogen wird und dann touriert wird. Touriert heißt, dass der Teig übereinander geschlagen wird. Dadurch entstehen mehrere Teigfettschichten, was dann eine Blätterung ergibt. Wenn der Teig fertig ist, dann kommt er für einige Stunden ins Kühlhaus, ruht dort, bevor er dann nochmals auf die Maschine aufgelegt wird und nochmals touriert wird. Innen rein kommt eine Füllung aus Marzipan, Butter, Zucker und Ei. Diese Füllung wird mit ein bisschen Mehl abgebunden, um sie backfest zu machen. Wenn die Füllung drauf ist, wird nochmal ein Teig drüber gelegt, mit Ei bestrichen und Mandelblättchen verteilt. Und dann mit einer Stanze wird ausgestanzt und dann mit Handarbeit zu einem Kätchenzöpfchen gedreht. Die Apfeltasche, also ein Blätterteig, der wird ohne Hefe hergestellt. Die Teiglockerung kommt durch das Tourieren. Da steht er eine Nacht im Kühlhaus, er ruht sich aus, entspannt sich und am nächsten Tag wird er nochmal touriert und dünn ausgerollt. Am Ende haben wir 144 Teigfettschichten. Also unsere Apfelfüllung, da koche ich einen Pudding aus gestückelten Äpfel, Zimt und Zitrone. Der Getschenberger, das ist ein regionaler Anbieter, der uns die Äpfel bringt. Die Apfeltasche bekommt ein Dekor. Es hat einen Zweck, dass der Wasserdampf entweichen kann, sonst würde ich sie irgendwo aufplatzen, die Apfeltasche. Macht es natürlich auch optisch schön, aber hat auch seinen Zweck. Bei Blätterteig braucht man anfangs sehr schöne Hitze, dass es schön hochzieht. Nüsschen wird aus Blätterteig hergestellt. Die vielen Nüsse natürlich, Zucker, aber auch die Frische vom Marzipan, dann der tolle Geruch vom Zimt. Das Blätterteig-Nüsschen wird von Hand aufgerollt. Man muss dann achten, dass es auf dem Schluss sitzt, dass es nicht aufklappt. Es wird nachher mit Ei besprüht und dann noch mit Streuseln veredelt.